Werden die jetzt nicht alle wach, die Nachbarn? Auf geht's, 300 Kilometer. Ich war, glaube ich, noch nie so früh wach. Alles klar, bis gleich. So, dann machen wir mal den Durchschnittsverbrauch auf 0. Jetzt haben wir 15,2 und wir haben jetzt 300 Kilometer vor uns. Und dann machen wir noch mal eine kleine Verbrauchsfahrt. Und hier seht ihr noch mal vollgetankt der Wagen. 460 Kilometer zeigt er mir an. Ja, also da bleibt es meistens nicht dabei. Aber wenn wir jetzt Autobahn fahren, könnt ihr schon hinkommen. Moin Moin zusammen Leute, ich glaube ihr könnt mich sowieso nicht sehen. Ich bin jetzt 2,5 Stunden fast unterwegs. Wie ihr sehen könnt, das Wetter ist echt beschissen. Und es ist super voll auf der Bahn und du kannst höchstens 120, 130 fahren. Und wie gesagt, Wetter ist scheiße und du siehst auch kaum was. Und einfach nur nervig. Ich frage mich mal, wo die ganzen Leute herkommen. Ich war um 5 Uhr bin ich losgefahren, kurz nach 5. Und die Straßen waren echt total voll. Vor allen Dingen Leverkusen, das Kreuz ist immer voll. Und ja, wie gesagt, ich brauche jetzt ungefähr eine Stunde, dann bin ich endlich da. So, also knapp halbe Stunde, dann bin ich da. Wir sehen können, wenn es so langsam hell ist, echt Depri gewesen. Ich glaube, ich weiß noch nicht, wann ich so früh aufgestanden bin, um 4:30. Zur M-Tour bin ich ja, glaube ich, um 5:30 aufgestanden oder so, aber um 4:30 ist schon krass. Ja, also wie gesagt, halbe Stunde noch und dann sind wir da und dann geht's gleich weiter. Boah, ich bin jetzt bald 3 Stunden durchgefahren am Stück. Oh, ich kriege hier Thrombose in den Beinen, ey. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, so eine kleine Pause wäre nicht schlecht. Jetzt den. Vor allem das Wetter ist so scheiße, das macht ja echt keinen Bock, Auto zu fahren. Naja, was macht man nicht alles für den Lagerwechsel, wa? Ihr könnt ja mal drunter schreiben, ob ihr schon den Lagerwechsel gemacht habt und wo vielleicht und ob alles geklappt hat. Würde mich mal so interessieren, wieso die Ergebnisse, Erfahrungen sind bei euch. Also der Wechsel dauert jetzt gleich, die haben es angegeben, 8 Stunden ungefähr. Und ich muss da jetzt mal gucken, was ich noch so lange mache. Ich fahre vielleicht mit dem Zug nach Kaiserslautern und gehe ein bisschen shoppen. Keine Ahnung. Irgendwie geht die 8 Stunden schon rum. Und dann bin ich ja echt gleich mal gespannt, oder beziehungsweise später, wie meine Lagerschalen aussehen. Nach fast 170.000 Kilometern. Also ich glaube, da warten ja alle drauf und ich auch. Ja, und dann werden wir sehen, ob sich das gelohnt hat oder nicht. Aber lohnt tut sich ja sowieso. Aber ob es jetzt schon knapp, kurz vor knapp war oder ob ich noch ein paar Monate Zeit hätte. Keine Ahnung, das interessiert mich auf jeden Fall richtig. Bin mal gespannt. Ich war jetzt noch kurz tanken, damit ich jetzt nachher nicht mehr machen muss und sofort durchfahren kann. Es ist ziemlich ländlich hier alles, ganz witzig. So, jetzt müssten wir auch schon da sein bei BMW Morg. Gucken wir doch mal nächste links. Ich hatte gesehen, auf der Internetseite, der baut jetzt auch um, also vergrößert sich. Und die Internetseite wird auch nochmal überarbeitet, die sieht ja auch nicht so aktuell aus, sage ich mal. Aber ansonsten ist das ein BMW-Part, sage ich. Und alle Leute mit Lagerschalen sind da hingefahren, sind super begeistert, die kommen aus der Schweiz und was weiß ich woher. Und ja, da muss ich dann hier, glaube ich, hier rechts hochfahren. Das kommt, wenn man zu viel quatscht. Also Z4 M-Coupé ist da. Dann meiner. Da ist hier noch E46 M3. Noch ein E46 M. Und so sieht es jetzt aus. BMW Morg, Auto aus Morg. Das gehört alles zusammen. Dann gehen wir jetzt mal was frühstücken. So, also ich bin jetzt wieder fertig. Wir haben jetzt ja, kurz vor 5. Also ich war um 8:45 da. Also 8 Stunden kannst du so mit rechnen.
War ein super Typ, der Ralf Mork, hat alles super geklappt und ja, wie soll ich euch sagen, die Lager, die ich hatte, waren total super. Ja, im Gegensatz zu allen anderen, die es behauptet haben, sind, dass meiner bei 170.000 fast auseinanderfallen würde, also dass das höchste Not war, also stimmt nicht. Ich habe ja die versteckten Lager drin, ich zeige euch nochmal ein Foto, das blende ich nochmal ein. Also wie gesagt, die Lager sind echt fast sehr, sehr gut sind die noch, hat er gesagt. Und das bei der Lauflastung ist schon echt ein Ding. Und er meinte auch, mit den Facelift-Modellen sind ja besser reingekommen. Und Motorlager habe ich auch zwei neu machen lassen, weil die waren ein bisschen porös, mache ich auch nochmal ein Bild hier rein. Und ja, hat alles super geklappt. Jetzt heißt es noch 800 bis 1000 Kilometer einfahren, also nicht schneller, also nicht über 4000 Umdrehungen. Und auf den neuen Lagern sind ist so eine Beschichtung drauf. Ja? Und man soll die jetzt ein bisschen einfahren und am besten nach 3000 Kilometern nochmal Ölwechsel machen. Ja? Weil die Beschichtung nutze ich ein bisschen ab von den neuen Lagerfahren. Und das liegt dann im Öl und das ist dann besser, wenn man es dann halt nochmal komplett wechselt. Ja, war echt super. Die Jungs haben echt was drauf. Der Josef, der bei mir am Auto war, hatte letztes Jahr, ich glaube, 500 Modelle gemacht. 500 Autos gemacht und das ist echt der Hammer. Zack, 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 wie jeder Handgriff sitzt. Das ist schon echt geil. Also kann ich nur jedem empfehlen. Wie gesagt, BMW Mork. Hatte ich euch ja nochmal gesagt, der baut jetzt auch noch um. Der vergrößert sich und neue Homepage und so alles. Und ich zeige euch mal hier unten, schreibe nochmal einen Link rein. Ja, würde mich mal interessieren, was bei euch war mit den Lagern. War bei euch es kurz vor knapp? Oder wie viel hattet ihr so drauf auf dem Motor, Laufleistung? Und wie sahen die Lager bei euch aus? Ne? Also ich bin heilfroh, dass ich es jetzt gemacht habe auf einer Seite. Auf der anderen Seite ärgert man sich schon ein bisschen, das war jetzt knapp. Mit den Lagern, Motorlagern habe ich jetzt 1400 noch was, muss ich nochmal genau nachgucken, bezahlt. Ja, und kann man nicht meckern. Ich hätte klar noch ein bisschen warten können damit. Aber wie gesagt, du steckst ja nie drin, du weißt nie, wie es aussieht und hinterher bist du immer schlauer. Ja, kann ich nur jedem empfehlen. Den Tag konnte ich auch gut in, ich bin mit dem Zug nach Kaiserslautern gefahren. Zu den Mannheimern. Ich muss immer an Bühlen-Schälern denken. Ich habe mich echt... In Mannheim, Waldhof, in der Schule und war der totale Außenseiter. Ja. Armes Kanakle. Ein bisschen das Schmunzeln musste ich mir verkneifen. Nur. Ich hatte mich dann ein bisschen verlaufen und hatte dann eine Dame gefragt, wie ich denn zum Bahnhof komme. Und wenn die das dann so auf Mannheimerisch, sag ich mal, erzählen, die hat auch bestimmt gesagt, ich verarsche die oder so, weil ich so auf dem Grinsen war. Ja, war ganz lustig. Die haben auch so einen japanischen, was haben die noch? Japanischen Garten hatten die noch. Hatte ich mir auch nochmal aufgeschrieben, das war geil, aber der war leider zu. Bis vom März bis November ist er zu. Dann war ich in der Stadt. Ja, wie gesagt, also die Zeit kriege ich auf jeden Fall rum. Also die 8 Stunden, die gehen echt schnell rum. Und ein bisschen was essen, ein bisschen rumlaufen. Und ja, ich mache hier noch ein paar Bilder rein, wo ich mal war. Und ja. Ich hoffe, euch heute das Video wieder gefallen. Freue mich wie immer über ein Like und ein Abo auch. Freut mich, dass jetzt so viele beim Fünfer zugeschaut haben. Hätte ich nicht gedacht, dass das so viele Leute interessiert mit dem Motorschaden. Und ich dachte jetzt mit dem M3, das passt ja gut dazu mit den Lagerschaden. Und ja. Muss mal schauen, was dann als nächstes kommt. Ich halte dafür auf dem Laufenden und wie gesagt, danke fürs Zuschauen und ich sag mal, bis die Tage. Ciao, ciao. Look around, nobody's watching us. We're all alone, the sun is going down.